Hier habe ich einen Bluetooth-Lautsprecher, einen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher BS1002 von Telefunken. Er sieht von außen her schon sehr cool aus, würde ich sagen. Jetzt werde ich das Ding mal auspacken. Er ist auch echt wirklich schwer. So, da ist die Anleitung. Oh, der macht ein bisschen was her. Also der sieht wirklich gut aus. Hier, könnt ihr euch den mal angucken. Hier unten sind die die Bedienteile, also die Knöpfe ist halt. Schön mit Megatelefon. Er ist wirklich, wirklich schwer. So, jetzt gucke ich mal, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Also, ich habe ihn angebekommen. Das ist ja schon mal etwas, glaube ich. Okay, er leuchtet blau. Dann gucken wir mal, ob wir ihn finden. Per Bluetooth. Aktiviere Bluetooth. So. Was haben wir hier denn? Damit soll er es nicht verbinden. Mal gucken, ob er irgendwas Neues findet. So. Er findet kein neues Bluetooth-Gerät. Wie mache ich ihn an? Okay, jetzt ist er an. Gut, jetzt müssen wir nochmal suchen. Bluetooth, bitte. Ich hätte mal auf das Geräusch warten sollen. Verfügbar. Was ist hier verfügbar in der Nähe? Dim. BS1002. Dann verbinden wir das doch gleich mal. Er ist wirklich sehr klein und handlich. Ich muss sagen, das Gehäuse ist aus Metall. Also kein Telefon. Ja, ist gut. Was soll das jetzt? Ich hoffe, er hat ihn noch. Er ist verbunden. Okay, dann werden wir jetzt mal ein bisschen freie Mucke abspielen. Mal gucken, was da rauskommt aus dem guten Stück. Boah. Er hat auch gut Bass, um ehrlich zu sein. Auf dem Tisch. Ich bin jetzt gerade mal bei voller Lautstärke. Das ist aber super. Ah, okay, damit kann ich die Dings spielen. Nicht so der Hammer, um ehrlich zu sein. Damit kann ich ans Telefon rangehen. Okay. In der Zwischenzeit werde ich mir natürlich nochmal hier durch. Titel wechseln. Ah, okay. Irgendwas. Ah, der Lautstärkenregler ist das hier unten. Nein. Das wollte ich nicht. Das ist der Lautstärkenregler. Das ist ja mal interessant gemacht. Okay, das ist volle Lautstärke. Boah. Ja. Also der Bass ist wirklich schön. Thank you.
bisschen andere Mucke hier. Klang ist ja wirklich okay, da kann man nichts sagen, habt ihr auch selber gehört. Hat auch ein wirklich cooles Gewicht, cool mit dem Metall hier, ist ein guter Lautsprecher und diese mit der Lösung, dass man da unten drehen muss für die Lautstärke, ist alles gut gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ich werde euch das Teil auf jeden Fall verlinken, wenn ich ihn finde. Lasst mir ein Like da. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.